Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit Snoop, Hallo. TPNix, Ula. Kiki, Grüß Gott. mir dem Elo und einem toten Leopard-Shawn. Und irgendjemand, der bestimmt gleich wieder ins Menü geht. Wow. Ah, verdammt, zu spät gedrückt. Das ist ja ganz neu, sag ich mal. Und Immer eine geht man das bei große. ihr ab? Wahrscheinlich Alles nicht, ja. klar bei mir, keine Ja, müssen wir wieder fahren. Mal einfach so eine große Karre dann, ne? Ah, okay, zwei kleine. Aber die Dings sieht schon cool aus. Die Optik. Das Problem ist halt bei den Großen, dass dann eigentlich nur einer richtig schießen kann. Gut, dass ich noch einsteigen durfte. Warte, mit uns. Oh, der arme Mann sitzt ja im Rollstuhl und hat ein Benjo. Okay. Das sieht aus wie Horst Lichter. Ich habe noch einen Auftrag für dich, Freund. Triff meinen Mann draußen in the Dust. Er hat die Einzelheiten. Ich sehe schon, das eskaliert hier. Zum Glück, dass wir haben wir mit dem Ganzen nichts zu tun. Ständig hast du irgendwo mafiose Iren. Was ist denn da los? Na, mafiös, das wissen wir ja noch gar nicht. Wir hatten nur eine Schwarzbrennerei. Das finde ich jetzt nicht so. Bitte. Das ist Damit fängt das normal, immer ne? an. Für einen Iren? Und die anderen haben dafür eine Wohnwagensiedlung. Zu unserem Geldversteck folgt und dann haben sie ihn abgeschlachtet wie ein Tier. Er hat nie einem was getan. Darauf gibt's nur eine Antwort. Du musst ihre Wie trifft man denn bei Nacht ein? Rache! Man wartet einfach, bis es dunkel ist. Alles klar, die Wohnwagen zum Brennen. Iren gegen Holländer. Meinst du, das sind Holländer? Die haben Wohnwagen. Ja, das hat Ja, aber das können, also es wohnen, könnten auch Amerikaner sein bei der Immobilienlage da. Ja, das könnte ein guter alter White Trash sein. Oder, weiß ich nicht, eine Wohnwagensiedlung an der Nordsee oder so. Das ist die Wohnwagensiedlung? Ach ja, hübsch. Mit lauter Dauercampern. Räumen wir denn erstmal die Kisten aus, oder? Aber wir hätten. Ja. Er hat so Waffen ins Inventar bekommen. Beschieß den Tank jetzt mit einer Feuerwaffe! Normale Kugeln würden abprallen! Hat irgendwer eine Feuerwaffe? Jo. Ja, gut. Die Ich häng grad. Müll auf dem Boden. Ist ja wirklich wie Ach, hi. Bei so Dauercampern. Ich bereue nichts. Wer in den Krieg zieht, will gewinnen. Das heißt, man muss bereit sein, Dinge zu tun, die der Gegner nicht tun würde. Auch wenn man dafür Leute im Schlaf verbrennen muss. Ach, so sieht hier nachts aus? Ja, ja. Wir hätten vielleicht Bonuspunkte Was bekommen. Zum Teufel ist denn los da draußen? Geh schon was. Die wehren sich? Die sind aufgewacht bei den ganzen Explosionen. Mutant Gorilla. Ja, das schöne Auto. Hilfe. Rettet zu Auto. Haben wir ja gerade den Rollstuhlmann abgefackelt? Bestimmt. Vielleicht konnte er noch wegrollern. Also abfackeln lassen, was? Echt hart. Wie ich die Hodangs kenne, wird ihre Antwort nicht lange auf sich warten lassen. Aber vielleicht haben wir auch nur die Frauen und Kinder des Clans getötet. Ach so, 100 Nachts schlafend in ihren Wohnwagen.
Wenn im Rollstuhl kommen dann drei Männer und verteidigen. Naja. Ja, das ist jetzt echt ein schlechtes Gewissen gehabt. Die anderen sind ja unterwegs, den ihr den Schnaps klauen. Du hast gerade eine Fahrerflucht, du hast hier gerade was umgefahren. Ich fahr die ganze Zeit Sachen auf. Lass mal wenigstens noch einen Förster anrufen oder so. Fahrerflucht! Da kommt kein. Oh. Hier kommt kein. Ihr habt gerade mich umgefahren. Er stuckt, glaube ich. Ja. Dief ist schon eine harte Sau. Rocket Launcher. Das hätte er die nicht verbessern. Jetzt müssen wir wieder zu den Iren. Jederzeit bereit, Soldat. Ja, aber oh Mann. Guck mal, da fliegt einer. Da steht ein Marauder in der Luft. Oder auf der Laterne. Aber was ist denn das hier für eine Karawane? Wollen wir die mal umlegen? Die haben gesagt, wir dürfen sie nicht. Die fährt da um. Da vorne fährt sie. Aber ja. Los, kommt die Karawanenbeutel. Bewege er sich. Also so kann ich die da nicht treffen. Ich hab den anderen verfolgt. Ich ergebe mich! Bringt es hinter euch und rauft mich aus! Okay. Ja, wo bist du? Wir haben gesagt, wir dürfen die nicht abschießen, deswegen fühle ich mich irgendwie genötigt, die abzuschießen. Na, boah, fick dich doch, Mann. Was? Ist ja hier nicht bei Beats Meet. Das nächste Mal fahr ich wieder. Wir müssen hoch, ne? Achso, Nee, das ist ja wieder was anderes. Sabe. Ne? Hi Jungs, können wir euch mitnehmen? Oh, falsches Auto. Kannst du dann im Laufen das Quest umstellen? Da will ich dir sehr einfach. Ne, weil das müssen wir schon mal annehmen. So, das Ausrufezeichen da oben. Genau. Hat mir Heli gefunden. Du meinst, der Heli hat dich gefunden? Oh. Glaubst du, wir kommen so da hoch? Weiß noch nicht. Aber wo ist das wert? Das ist doch ein Buggy, oder nicht? Buggy, ein Dundee. Rot mit gelben Häuten drauf. Wer das Zitat nicht kennt, fabelhafter Bud Spencer-Film. Ich habe zwei Helikopter gefunden. Ich würde sagen, das ist da irgendwo ist noch. Yay! Yeah. Ah, hier, der Rollstuhlmann. Der Rollstuhlmann. Du hast Lichter. Ja, aber auch mit dem Gasunfall haben wir nichts zu tun. Die Zephyrs haben unsere Häuser niedergebrannt. Du wirst die alljährliche Trauerfeier für ihren toten Sohn Lucky aufmischen. Die Zephyrs lassen dich aber nicht rein, wenn du nüchtern bist. In Sexy ist eine Bar. Sie gehört einer Verräterin, über die wir Hodans nicht reden. Geh dorthin und lass dich volllaufen. Oh. Ja, das kann ich nicht machen. Ich wollte eigentlich diese Woche mal nix trinken. Virtuelles Trinken darfst du. Ein Caravan. Hahaha. Snoop, ruf da. Dann kann ich nicht schießen, er ist blau, er grün. Ja, da musst du vielleicht erst den Technical Bandits Singer Plan machen. Los, lass uns. Lass den Van. Kann man doch nicht abschießen. Doch freundlich. Da kann man normal einmal die. Du läufst da, von dafür oder? Läufst du jetzt so. Kann den vielleicht abdrängen? Und dann kann einer draufspringen? Ja, da ist was Zeug drauf, ne? Good stuff. Warte, ich mach das mal. Ah! Sieht auf jeden Fall gut aus, was ihr da macht. Ja, er fährt über dich rüber, die Sau. Er ist über dich drüber gefahren! Dave! Ja, oh, hol, jetzt rennt's!
Wenn man zu doll gegenfährt, null, dann geht er kaputt. Also man selber. Das Dreck-Auto weg, ja herrlich. Wir müssen eh nach Sanctuary, ist irgendwer am Porter schon? Auch virtuelles Saufen geht für mich heute nicht. Ja, dann machen wir das für dich. Ja, danke, weil letzte Woche war schon leicht extrem. Dazu sage ich jetzt nichts. Wie? Nur weil ich den Tequila nicht ganz ausgetrunken habe? Du hast den nicht mal halb ausgetrunken. Ja, Entschuldigung, du hast ja nicht mitgetrunken. Ich trinke keinen Tequila. Wie läuft's mit dem ich weiß. Den ich dir gegeben habe? Für mich könntest du eine Ausnahme machen. Vorsicht, Schätzchen. Ach, ne, ich muss davon immer brechen. Oh. Komm wieder her, dann trinke ich ein Glas mit dir. Das stimmt, tut mir leid, Pa. Wir sprechen ja nicht mehr über Verräter, die der Sippe den Rücken gekehrt haben. Ich bin hier mitten in einem. Die holt das Bier aus ihrem Ausschnitt. Anscheinend hast du genug. Sorry, Schätzchen, bei mir gibt's nichts mehr. So, jetzt bin ich doch betrunken. Siehst du schon alles doppelt? Los, geh in die Seffert-Bar, bevor dein Rausch nachlässt. Der kommt hier nicht rein. Oh, jetzt muss ich im Rausch auch noch rennen. Boah. Überall blubbt's. Ey, wenn mein Besoffensein wirklich so aussehen würde. Das wäre schon witzig. Oh oh, das wird immer schlimmer. So, nimm mal ein Auto, wa? Darfst angetrunken nicht fahren. Und außerdem bist du ja auch gleich hier vorne. Ach, kommt man zur Trauerfeuer, kommt man nicht rein, wenn man nicht betrunken ist, ja? Das ist ein Hirn. Ja, naja, ich dachte, man trinkt auf der Trauerfeier und nicht, man geht da schon betrunken hin. Das sind Iren. Das muss auch als Ausrede für alles herhalten, oder? Nein, ich mag Iren, ich liebe ihr Land und ich liebe ihr Bier. Und den Whisky. Komm rein, die Trauerfeier fängt gerade an. Komm rein. Such dir einen guten Platz zum Feuern. Und dann töte sie alle. Oben? Wir haben uns heute hier versammelt, um Lucky oben zu gedenken. Lucky war ein guter Mann. Sein gutes Herz und seine reine Seele erfreuten jeden, den er traf. So, jeder nimmt einen ins Visier. Kugel war. Lucky trank. Oh, ich bin noch Klavier. Liebte Frauen erlebte nein! Leben. Doch lasst uns heute nicht nur alle einen im Visier? Sondern ja. An die Insel, drei, die Mistkerle, zwei, die ihn aus unserer Mitte gerissen. Mehr Granaten. Oh! Fick dich, du Hörlandschätzchen! Klar! Halt durch! Ich bin bei dir! Danke! Willkommen in meinem bescheidenen Laden! Runter von uns! Ja! Komm mal wieder hochgekrabbelt. Braucht man noch ein paar Granaten? Na scheiße, Mars. Ja, ich bin hochgekrabbelt. Hi. Auf die Beine mit dir, Soldat! Oh Mann! Ich wollte doch gerade ganz ärgern. Mit Retz beschäftigt. Ich war nicht da. Der Bastard war wahrscheinlich gerade beim Schnaps holen. Na schön, komm wieder her. Alter, ich will die Waffe hier. Wer überfällt denn eine Trauerfeier? Das war zu viel, Hodank. Jetzt heißt es ihr oder wir. Sefford gegen Hodank. Auf Leben und Tod!
Ich finde das auch nicht nett, eine Trauerfeier zu überfallen. Ja, aber gut, wir sind auch nicht nett. Weil der Sohn war aber wirklich hässlich. Ja, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Kann ja nicht jeder ein McDreamy sein. So, und dann mal gucken, die werden sich ja jetzt dann wahrscheinlich irgendwo showdown, ne? Und wir legen sie dann beide um, hoffe ich. Kann man da zu Fuß? Ach, muss man bocken? Ellie. Entschuldigung! Wann soll ich denn sonst ins Menü? In Reisepausen. Es gibt keine Reisepausen. Zwischen den Reisen. Entweder es wird gerannt, gefahren oder gereist. Boah, das Schild ist ja nicht schlecht. Scheint, als wären vor allem jetzt alle anhaben. Bereit für den großen Showdown und du darfst entscheiden, wer gewinnt. Ab mit dir, bevor die Schlacht beginnt. Den Spaß willst du dir doch nicht entgehen lassen. Okay, wir machen die Hodaks jetzt endgültig fertig. Triff mich am Bahnhof von Lynchwood. Hey, Kumpel! Wir haben die Sephards am Bahnhof von Lynchwood im Fadenkreuz. Wir können auch zwei nehmen. Nein, nur fallen wir ein. Ich wollte schon hinten schon immer mal auf der Ladefläche sitzen. Das ist nicht besonders spannend. Und wehe, du fahrst falsch. Die Seite, die dich am meisten nervt. Und Vorsicht! Sobald der Kampf läuft, kannst du erst weg, wenn eine der Familien tot ist. Können wir nicht auch beide Familien töten? Nur um sicher zu gehen? Ich würde gern die Wohnwagenleuten töten. Die mit den Hüten finde ich toll. Also, eine Stimme für Zaforts. Weitere? Das ist egal. Irgendjemand muss sterben. Mir ist es eigentlich auch egal. Hinter uns ist ein Heli. Dann würde ich sagen, dann legen wir die Hodungs um. Ah, mein treuer Soldat, bist hier, um mir zu helfen, diese Hinterwäldler auszulöschen, was? Der Hubschrauber ist noch da. Dein Soldat, das ist unser Soldat. Ein Scheißdreck ist der. Hör nicht mehr auf Sefford lügen. Bringen wir die Sache zu Ende. Das reicht. Er schießt Hector. So, die rechts, Leute. Den Mann mit dem geil wie Master Blaster. Master Blaster ist da. Krass. Ja, das ist so ähnlich, ja. So, dass man hier einfach gar nichts sieht, teilweise. Ich wusste, letztendlich bist du ein Zephyr. Lass uns reden. Das hast du prima gemacht heute. Das ist dein Familienerbstück. Nutze es sinnvoll. Was gab's? Eine Slackwaffe. Mein Inventar ist voll. Ach, da ist sie ja. Okay, Ja, während öfter eigentlich grübelt, 20 Minuten sind eigentlich rum. Ich würde sagen, fahrt ihn um. Wir machen einfach in der nächsten Folge mit dem Spaß hier weiter. Und schauen mal, welche Familienfäden wir hier noch auslöschen können. Oder lösen können. Tschüss! Tschüss! Tschüss!